Moin Moin und hallo zu einem Gameplay von mir, GXRS. Ja, yeah, was ihr gerade sagt, war eine Sneak Peek in meiner neuen Montage. Aber die ist nicht Black Ops, denn Black Ops geht mir am... Ich sag sie mir nicht. Aber Black Ops regt mich einfach auf, um es höflich auszudrücken. Ich spiele wieder Modern Warfare 2. Die Montage wird hoffentlich bis zum Ende der Ferien heraus sein. Ja, einige von euch haben mich gebeten, also ein paar Freunde von mir, so eine Art Let's Plays zu machen oder sowas. Wo wusste ich gar nicht, was Let's Plays sind. Ja, meine Freunde reden immer von LPs, ich dachte, die reden von Schallplatten. Ich liebe Schallplatten. Ja, ach, jetzt mache ich erst einmal wieder so ein Let's Play. Ich mache ja auch so ein Gameplay von Free Fall Nuketown. Snipen. Ja. Also, ich benutze hier die MPL. Zum Glück laggt der. Ich benutze hier die MPL. Mit Schnellfeuer. Glaube ich. Der Sekundärwaffe ist die Law. Ich habe, Ghost. Und noch irgendwas anderes. Was mir nie immer nicht einfällt. Doch, ja. Ich, hier an den ganzen Triumphen seht, ich benutze diese Waffe nicht oft. Ich töte damit meistens Zombies, also im Kino der Toten oder irgendwas anderes. Call of the Dead oder irgendwas. Irgendwie ist Call of the Dead der einzige amerikanische Name, Nazi-Zombies. Ich meine, ich kenne jetzt nicht alle fünf Nazi-Zombie-Maps. Aber die Amerikaner sprechen nur gern deutsche Namen aus. Also ich habe gern amerikanisch, obwohl mir Englisch viel lieber ist, denn ich bin das gute alte Oxford-Englisch gewöhnt. Ja, ich bin der Hälfte Brite, wenn es interessiert. Wir haben die Führung verloren. Die Engl wenn ich mit meinen Freunden in Großbritannien, also auf den Inseln, wir mal zocke, die sprechen die guten Namen so cool aus. Kino de Toten, Rinderstone Toten. Das hört sich immer so verdammt geil an, wenn die das sagen. Also, bitte beurteilt jetzt mal nicht meine Aussprache deutscher Wörter. Denn ich bin aus Österreich mit und rede normalerweise mit einem extremen Dialekt. Das fällt mir sehr schwer, Hochdeutsch zu reden. Ah! Nein, das war nicht gut. Also, die Taktik, die ich hier anwende, ist die Taktik, renn wild herum und ballere durch die Gegend. Ja, mehr tue ich nicht. Ich versuche einfach, sobald ich den Gegner sehe, drauf zu ballern. Ich tue nicht die Sniper-Technik zuerst den gefährlicheren Gegner ausschalten und dann nicht zu gefährlich. Feindliches Spionageflugzeug im ich renne einfach rum und baller den Gegner ab. So renn, Brainwind, kannst du es nicht. Verbündete Cobra unterwegs. Verbündete Vorräte ja, das ist unterwegs. Hanoi. Hanoi ist gar keine so schlechte Map, obwohl sie viel Hanoi nennen. Ich muss zugeben, ich will sie nicht immer spielen. Mit einer Waffe wie die MPL ist die gar nicht so schlecht. Call of Duty 7 Maps sind eher ausgelegt, um Sturmgewehre und ein paar MPs zu dienen. Zum Beispiel mit einer Sniper kann man hier nicht einfach rumrennen. Daher das Call of Duty 6, also Modern Warfare, oder Call of Duty 4 sogar, dann könnte man das machen. Ich meine, die Map Favela zum Beispiel, kennt ihr die? Wenn nicht, die sollte man spielen. Die ist meine Lieblingsmap wahrscheinlich. Ich springe da immer auf den Dächern herum. Und wahrscheinlich werdet ihr in meinem Montage ein paar Clips davon sehen. Ich weiß nicht, ob ich schon welche habe. Ja. Da steht 4800 zu 5-2. Und wir verlieren. An mir liegt es dieses Mal nicht, mein KD ist glaube ich positiv. KD heißt Kill Death Ratio. Also Kills zu Tode Vergleich. Also
keine Ahnung, wie sich das der Computer dann insgesamt ausrechnet. Feindlicher Napalmangriff unterwegs. Wir haben jetzt gerade Unentschieden erreicht. Wir sind in Führung. Ja, sag, wir sind in Führung, aber wir sind nicht in Führung. Toll, sag was anderes. Also, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ich spiele auf der PlayStation und nicht auf der Xbox, wie von 70% aller Gamer von Machinima oder so. Mein Call of Duty Player im Großen und Ganzen. Man findet sehr wenig professionelle PlayStation. PlayStation ist zweite Stelle. Der beste ist eindeutig Wipro 7 Street. Durch den Rauch. Und meine Killstreak sind UAV, irgendwas anderes und irgendwas anderes! Ich hab keine Ahnung. So, den Typen belebe ich jetzt schon zum zweiten Mal wieder. Ich hasse jetzt Eliminator, nein, Eliminator von Warfare. Die zweite Chance. Das ist das bekloppteste. Ich wusste, dass er da war. Das bekloppteste, was es gibt. Aber ich kann nicht aussehen, dann das Gameplay ist vorbei. Also das war's für dieses Mal. Auf Wiedersehen, Gaming Sinnervers.